Ja, ich denke, wir spielen gegen spanische Mannschaft und spanische Mannschaften sind technisch sehr stark immer und spielen schönes Fußball. Und Real Sociedad hat sich letztes Jahr in Champions League sich qualifiziert und dann in Land wie Spanien muss man dann sehr gute Saison spielen und vielleicht diese Saison haben sie nicht so gut angefangen, aber was ich habe gesehen, die Spieler sind technisch gut. Ich glaube, den Druck wollten wir ja haben, sonst würden wir nicht Champions League spielen wollen. Es sind eben 6 Spiele und da muss man ab und zu mal eins von gewinnen, wenn du weiterkommen willst. Ich spüre jetzt ehrlich gesagt nicht den ganz großen Druck, sondern mehr Vorfreude auf das Spiel, weil es ein Heimspiel ist, weil wir da ja, lange darauf gewartet haben, dass wir so eine Chance bekommen und die wollen wir jetzt einfach nutzen. Ich glaube, dass wir halt sehr, sehr viele Familien auch im Stadion haben. Und da ist eben die Champions League eben zu einem einfachen ungünstigen Zeitpunkt. Ich glaube schon, dass die Fans sich genauso freuen wie wir auf die Champions League. Nur vielleicht haben wir ja sehr verantwortungsbewusste Eltern, die ihre Kids dann nicht abends ins Stadion lassen. So ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt gerade eigentlich auf einem Niveau spiele, was ich so konstant, glaube ich, noch nicht gespielt habe. Und trotzdem so weit weg bin, wie noch nie gefühlt von der Nationalmannschaft. Weil einfach sehr, sehr viele gute defensive Mittelfeldspieler gerade gibt. Und wenn das denn stimmt, Philipp Lahm jetzt auch eine Option ist für die Sechs, dann wird es natürlich echt eng. Vielleicht nochmal umschulen auf Außenverteidiger, so noch 9 Monate, aber.